Herzlich willkommen zu einem weiteren Modern Warfare 3 Gameplay. Ja, das ist mein erstes Free-for-All Gameplay. Ich habe ja die UMP mit Schalldämpfer dabei. Als zweite Waffe habe ich die MP9, ebenfalls mit Schalldämpfer. Meine Perks sind Fingerfertigkeit Pro, Schnellziehen Pro und Ruhige Hand Pro. Meine Abschlussserien sind auf der 3 die Drohne, auf der 9 der Reaper und auf der 12 der AC-130. Ja, das ist eins meiner ersten ganz guten Free-for-Alls in MW3. Ich habe noch nicht so viel Free-for-All gezockt, aber mir macht es eigentlich Spaß. Die Spawns sind relativ in Ordnung, finde ich. Es geht halt gerade hier, also gerade in MW3, eigentlich nur um die Spawns. Und darüber möchte ich auch heute reden. Das war mein erstes Free-for-All auf dieser Map. Und ich habe dieses Game gar nicht mal genommen, weil es jetzt ein guter Score ist, weil man sieht, wie ich am Anfang die Spawns nicht kenne, wie ich am Anfang die Map noch nicht richtig kenne. Okay, ich kannte sie schon, aber ich wusste einfach nicht genau, wo, sage ich mal, ganz gute Punkte sind für ein Free-for-All. Und das sieht man, finde ich, am Anfang relativ gut. Wie ihr gesehen habt, hier bin ich eben das erste Mal gestorben, weil ich den Spawn nicht richtig beachtet hatte. Ich wusste zwar, dass da ein Spawn in der Nähe ist, aber ich hatte ihn nicht richtig beachtet. Ja, dann komme ich mal zur Waffe. Ich habe die UMP mit Schalldämpfer. Ich finde, die UMP ist mit die beste Submachine Gun in dem Spiel. Die PP90 ist natürlich auch sehr gut. Aber ich denke, vom Gefühl her ist die UMP ein bisschen mehr auf, also hat ein bisschen mehr Reichweite, killt ein bisschen mehr auf Reichweite. Und ja, sie fühlt sich einfach nicht so klein und ja, so, sie killt halt irgendwie nicht so schnell und verzieht da deswegen auch irgendwie nicht so viel wie die PP90. Und ich denke, mit Schalldämpfer ist sie halt eine sehr gute Waffe, gerade mit dem Waffenperk Rückstoß. Verzieht sie nicht mehr so viel. Auf Distanz kann man mit der UMP auch killen. Da ist es zwar manchmal schwer, da die Munition alle geht, aber ihr müsst einfach in Silben schießen, nicht durchhalten. Denn wenn ihr durchhaltet, werdet ihr ihn eigentlich nie killen. Ja, dann komme ich mal zum Schalldämpfer. Meiner Meinung nach ist es relativ wichtig, einen Schalldämpfer im Freefall zu haben, damit ihr einfach nicht. Oder, ja, stellt euch vor, ihr habt einfach fünf, ich glaube sechs sind es, sechs Mitspieler, sechs Spieler sind es in Free for All. Ihr habt fünf Gegenspieler, die euch auf der Map sehen und die, nur weil ihr gerade feuert, wissen, wo ihr seid oder ungefähr wissen, wo ihr seid. Wenn ihr ein Gaming-Headset habt, dann ist es vielleicht nicht so notwendig, da ihr sie dann noch hört, wenn sie vielleicht, wenn ihr im Haus seid oder so. Aber ich habe keins und deswegen denke ich, dass ein Schalldämpfer schon relativ wichtig ist. Ja gut, dann komme ich mal zu meinen Killstreaks. Ich denke, dass ich die Killstreaks hier nicht optimal gewählt habe, denn auf einer Map wie C-Town wird der AC-130, der Reaper, im Normalfall, sage ich mal, nie wirklich viele Leute killen. Außer vielleicht im Team Deathmatch, wenn sie hier, wo ich jetzt gerade bin, spawnen. Da ist relativ viel Freiraum, sage ich mal. Sonst sind aber relativ viele Häuser, diese sind auch verwinkelt. Also es ist sehr, sehr schwer mit dem AC-130 bzw. dem Reaper da Kills zu machen. Ich hatte sie trotzdem dabei, weil ich, sag mal, vergessen habe. Die Drohne habe ich dabei, da ich einfach in einem teambasierten Spiel wie Team Deathmatch kann ich ungefähr ausrechnen, sage ich mal, wo die Gegner sein könnten oder sein sollten, indem ich gucke, wo sind meine Spieler, wo fallen meine Spieler, also wo sterben meine Spieler. Das kann ich aber alles in Free-for-All nicht. Und deswegen denke ich, ist die Drohne schon relativ wichtig. Gerade wenn ich jetzt mal so auf die Grundtaktik, die ich in Free-for-All benutze, ich bin jetzt kein Free-for-All-Suchti oder ich spiele wirklich nicht viel Free-for-All, die ich ungefähr benutze. Ich suche mir einen Ort, an dem, sage ich mal, um mich herum zwei, wenn es hochkommt, drei Spawns sind. Oder also in der näheren Umgebung. Also von links und rechts, sage ich mal, links und rechts sind zwei Spawns. Dass ich dann immer von einem Spawn zum anderen wechsle,
also vom einen Spawn zum anderen. Ja, ich sag ich mal, ich kill einen bei Spawn A, dreh mich um und kill dann, sag ich mal, sofort den Typ von Spawn B, wenn es natürlich so klappt. Das ist ungefähr die Grundtaktik. Am Ende seht ihr, wie ich dann auch ganz gut gecheckt habe, wo man hier auf dieser Map meiner Meinung nach sein sollte. Dazu komme ich dann aber noch. Ich komme jetzt mal zur Map allgemein, also wie ich C-Town finde. Ich finde C-Town eigentlich ganz cool, aber Herrschaft mag ich nicht auf C-Town, denn ich weiß nicht, die B-Flagge ist sehr schwer zu verteidigen, zu einzunehmen und dann halt zu erobern. Und meiner Meinung nach ist sie für Free-for-All eigentlich eine der besten Maps. Und hier seht ihr halt, in welchem Bereich ich mich jetzt aufhalte. Also achtet mal drauf. Das ist, glaube ich, bei der C-Flagge in der Nähe. Und hier sind links und rechts jetzt neben mir ein Spawn. Hier und hinter mir, direkt hinter mir. Dann ist, glaube ich, hier ungefähr noch irgendwo ein Spawn. Hier in der Nähe, glaube ich. Und was ich jetzt mache, ist eigentlich die Taktik, die ich, glaube ich, das nächste Mal auch verwenden werde oder das relativ cool ist. Ich laufe, wenn ihr euch vorstellt, dass die C-Flagge jetzt hier bei diesem Auto ist, ich laufe immer im Kreis um die C-Flagge und somit kann ich halt viele Spawnpunkte abdecken, da hier viele Spawnpunkte sind und nicht nur die Spawnpunkte, denn hier kommen auch viele Leute hin, denn sie wollen zum Beispiel in das Haus da, wo man auf B gucken kann. Und ja, hier laufe ich halt relativ frei, sage ich mal, immer wieder im Kreis. Gucke, wo jemand ist, gucke, wo jemand stirbt oder wo jemand, wo, ne, wo nicht wo jemand stirbt, sondern wo ich jemand schießen höre oder jemand ja auf dem Radar sehe. Und hier, diese Gegend hat auch viele Zugänge, sage ich mal. Also das ist da, wo ich die PP90 aufgenommen habe. Dann direkt bei den Spawns halt, hier seht ihr das, der ist da gespawnt oder kommt hier hin. Und da kann ich ihn dann halt einfach relativ leicht wegholen. Und ja, dann seht ihr hier noch das Reaper Gameplay. Wie gesagt, ich mache nicht so viele Kills, ich werde es jetzt auch schnell machen. Dann komme ich mal zu den Killstreaks, die mir persönlich am besten bei Free-for-All gefallen oder mit denen ich am meisten Erfolg habe. Das hängt immer von der Karte ab. Auf C-Town würde ich jetzt die Drohne nehmen, die Predator und dann den 7er Heli. Das sind die Standard-Killstreaks und ich denke, sie sind relativ gut. Ihr könnt immer noch im Spiel bleiben, außer bei der Predator seid ihr, sag ich mal, für vielleicht 30 Sekunden, wenn es hochkommt, abgelenkt. Aber beim Heli, den ruft ihr rein, ihr könnt weiter killen. Und deswegen denke ich, sind das die besten Killstreaks. Sie sind solide, ihr macht viele Kills, es geht ums Gewinnen. Oder ihr macht nicht viele Kills, ihr macht relativ viele Kills. Und ja, das ist halt meine Empfehlung für Free-for-All. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Killstreaks ihr bei Free-for-All benutzt oder wirklich welche solide sind. Klar könnt ihr auch 9, 12, 17 nehmen, aber ich denke, die bekommt man nicht so oft wie die anderen Killstreaks. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und Peace bis zum nächsten Mal.